Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World. Nach etwas längerer Zeit sind wir mal wieder unterwegs auf Rhein-Ruhr-Osten. Oder Rhein-Ruhr-Osten? Rosi? Nein, Rhein-Ruhr-Osten. Ich bin mittlerweile umgezogen in diese schöne Stadt, in der wir uns hier gerade befinden. Rein theoretisch sitze ich gerade irgendwo hier zwischen Barmen und Unterbarmen. Und ich habe das erste Mal tatsächlich mal jemanden zu Besuch da. Mein Name ist Erik und dein Name ist. Erik. Mein, ich werde mit K geschrieben, er mit C. Korrekt. Erik ist vielleicht für die Leute, die so ein bisschen Trainspotten, auf Instagram bekannt als Real Märklin. Ich glaube mittlerweile Real Simulations noch. Ja, genau. Das ist jetzt der EPE-Account, den Ja. hattest du umbenannt. Genau. Und sonst. Privat-Account noch, aber ja. Genau, der ist uninteressant. Der Erik ist auch Azubi, da wo ich Azubi war. Ein Lehrjahr Stuttgart. unter mir in Stuttgart. Der war jetzt zu Besuch oder hier in Köln. Wir haben eine Wuppertal-Tour gemacht. Wir hatten noch zwei Vollspasten dabei, die auch dabei waren. Die aber meinten, sie hauen früher ab. Tja. Und tja, jetzt seid ihr beiden hier nicht dabei. Grüße gehen raus an der Stelle. Und wir haben uns entschieden, guck mal, 2 Uhr und die Schwebebahn fährt noch. Das ist unreal. Vor allem. Du bist ja heute auch mit der Schwebebahn Ja. zum ersten Mal gefahren. Ja, zum ersten Mal. Es hat dir gefallen, so wie ich es so. Irgendwann kam dann so, ja, ich habe mich irgendwie so ein bisschen in die Schwebebahn verliebt. Und was mich halt am TSW extremst nervt, ist, dass die nur einteilig ist, wenn du das so Ja, siehst. schon. Und dass die auch auf der linken Seite Türen hat. Das hätte man halt anpassen können. Eigentlich Das schon, wäre halt ja. ein bisschen Vorbildrecherche gewesen und dann wäre einem aufgefallen, Scheiße. Jungs, wir müssen das Modell nochmal neu machen. Naja. Aber immerhin, es steht hier Bauhaus. Bauhaus. Die müssen sich anscheinend wirklich die Lizenz gekauft haben. Und wir waren ja vorhin auch hier in Oberbarmen. Ja. Und so unpassend ist das gar nicht, Nee, ist muss man echt gut mal gemacht. sagen. Gut, wir waren vorhin nicht um so später Uhrzeit hier. Nee, das nicht ganz. Aber so an sich finde ich das eigentlich echt gut gemacht mittlerweile. Also man muss TSW echt loben. Es wird immer besser, wobei ich mir die Strecke noch mehr im TS wünschen würde. Was steht da? Westfalenbus. Ah ja. Oh, okay. Guck mal so, mit dem Mond. Habe ich gerade eine Möwe gehört? Okay. Ich nehme alles zurück. Das Add-on ist scheiße. Nein. Ja, wir warten hier gerade noch darauf, dass irgendwann nachher mal eine S-Bahn eintrifft, die wir dann noch abstellen sollen. Im BW. Wir haben uns halt gesagt, so ein bisschen reden vorher ist nicht verkehrt. So als Einleitung. Wir können ja mal ein bisschen die Leute stalken. Der sieht so aus, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich machen soll. Schon, ja. Ach, ich bin irgendwie wütend. Wahrscheinlich hat er Aber, seine letzte Bahn verpasst. ja, der, Bei uns darf er nicht mit. nee, bei uns dürfen sie nicht mit. Also, entschuldigen Sie, bei uns dann bitte nicht mitfahren, Und ne? dann nur im T-Shirt. Ja, aber 2 Uhr nur im T-Shirt draußen rumsitzen. Es ist jetzt nicht gerade Sommer, es sieht hier eher nach Frühling so ein bisschen aus. Naja, kommt drauf an. Es könnten auch gute Temperaturen sein. So, sie hier dagegen hingegen Ist gut ist eingepackt, gut eingepackt. besser als der andere. Besser als er. Aber auch nur ein Pulli. Und die Hose sieht. Ist das eine Jeans oder ist das eine Leggings? Ich würde jetzt eher Leggings sagen. Oder sowas wie eine Jogginghose, ne? Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall eher was Sportliches. So, dann haben wir ihn hier drüben. Er sieht eigentlich aus, da fehlt jetzt eigentlich nur das DB-Logo. Dann ist er, dann sieht er aus wie, Vielleicht hat er so, Gastfahrt. nee, wie so ein Teamleiter sieht der ein bisschen aus, oder? Wenn du dir den so anguckst. Hätte so Teamleiter-Kompetenzen. Vielleicht überwacht er dich. Ja, der, und er hier sieht aus, als wäre er gerade aus der JVA. JVA Ja, JVA Oberbarm. Oberbarm. Entkommen.
So, achten Sie bitte auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ist schön, wenn gar kein Zug da ist. Vor allem, weißt du, die Leute sitzen hier einfach rum. Es fährt in den nächsten 3 Stunden zwar kein Zug. Ach, das sind... Die warten bestimmt alle auf ihren Dealer oder so. Das kann natürlich auch sein. Oberbahn ist bekannt dafür, für Drogen. Aber eher so Bahnhofsvorplatz. Oh. Da gibt's, da wo wir aus der Schwebebahnseite ausgestiegen sind, auf der anderen Seite ist sowas wie so ein Marktplatz. Da sind viele Drogensüchtige. Raucherbereich, Smoking Area. So, wann kommt denn hier der nächste Zug? Kann man leider nicht ganz lesen. Aha, also ich fahre mit dem hier. Hm? Hier dürfen Kinder alles, außer zahlen. Der Sparpreis Familie ab 49 Euro. So, jetzt laufen wir mal wieder rüber. Und dann warten wir mal. Ach ne, da ist es gar nicht. Hier ist es. So, jetzt gucken wir mal ins Display. Von wo der Zug überhaupt kommt. Also hier sollen wir hinfahren. Mhm. Ah, da ist er. Ist eine Doppeltraktion. Sieht mir aus, als ob gleich ein 442 Doppeltraktion kommt. So, hier ist der Hauptbahnhof. Und hier ist Steinbeck. Gut. Jetzt müssen wir halt warten darauf, dass die... S-Bahn dann halt ankommt. Ich glaube, die macht sich aber gleich irgendwann mal dann auf den Weg, wenn die hier um 20.07 Uhr normalerweise, also um 20.10 Uhr schon rumsteht. Soll es ja nicht mehr... Hast du die Möwen auch? Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass Wuppertal an der Nordseeküste liegt, ne, mein Junge? Oh, da hatten wir schon ganz andere Friesen da oben, nicht? Die Sabine, ne, die hat richtig gut geblasen, der Sturm, ne? Das ist, ja. Das war, wie würde man bei der Sendung mit der Bahn sagen? Die Sendung mit der Bahn. Die Sendung mit der Bahn, das lasse ich mir patentieren. Das wird mein neues YouTube-Format. Die Sendung mit der Bahn. Alter, die Sendung mit der Maus. Wie hätte man da jetzt gesagt? Das war Ostfriesisch. Ja. Oder Nordfriesisch. Gibt's eigentlich auch West- und Südfriesen? Eher nicht. Also ich weiß, es gibt Ostfriesen und es gibt Nordfriesen. Und Möwen in Wuppertal. Und Möwen in Wuppertal, die gibt es anscheinend auch. Man weiß es nicht. Hast du jetzt Zeit dafür, die mal zu beobachten? Ja, dich ist richtig. Oh. Jetzt müssen wir halt hier warten. Für die Leute, die jetzt schon in die Kommentare getippt haben, hä, du sitzt ja ganz woanders im Raum. Ja, wenn man 2 Leute hat, hat man leider noch nicht 2 Mikrofone. Haha. Du fährst aber nicht nach Hagen. So. Ja, wir übernehmen diesen Zug. Jetzt kriegen wir nämlich noch die Punkte dafür, dass wir von Steinbeck nach Oberbaden gefahren sind. So, dann können wir nämlich noch die PZB und die SIFA einschalten. Oder? Ist der Kollege etwa ohne gefahren? Der ist anscheinend ohne gefahren. Ah. Sind Sie denn auch HG50 gefahren? So, Türen verriegeln. Ich werde noch lernen, wie ich diese Fahrzeuge richtig bediene. Mhm. Ich habe ja bald Baureihenausbildung da drauf. Das wird witzig. Guck mal, ich habe noch mal 500 Punkte bekommen. Warum nicht? Für 40 Sekunden Spielzeit. So. Reise fortsetzen, zum freien Spiel zurückkehren.
an einem Ort anhalten. Wuppertal-Langerfeld Betriebswerk. Sind sie auch durch den Zug durchgelaufen? Machen wir einmal. Hallo, aussteigen. Ach, das sind die billigen Hilfsarbeitskräfte, die wir jetzt überführen. Ist der von der JVA dann auch eingestiegen? Nee, das sitzt noch. Nee, das sitzt noch. Gut, dann machen wir die Tür wieder zu. Geht automatisch zu, oder? Ja. Man kann sie aber auch manuell wieder schließen. So, dann laufen wir halt durch. Hallo. Schönen Tag noch. Rollos so. Runter. So. Jetzt sind wir S-Bahn Stuttgart. So. Und dann wollen wir uns mal in Bewegung setzen. Oh, es fährt. Es fährt. So, ich darf ja schneller. So, L nach Langerfeld. So. Ich dürfte zwar jetzt 60, aber ich fahre einfach mal nur 40. Weil mit so Leerfahrten nachts will dich niemand unbedingt 100 mit 100 km/h dann da drüben haben. Dann kann man auch schön Energie sparen. So, haben wir eigentlich Licht im Zug an? Ja. Immer dreimal drücken, ne? Na klar. Kennen wir ja noch. So, wenn du bei der 47er vom Display aus eingeschaltet hast, ein. Oder wenn du im Steuerwagen warst, hoch. Einfach mehrfach drücken. So. Guck mal, ich hätte eh nur noch ab irgendwann 40 gedurft. Nutzen wir mal ein bisschen mehr Leistung. Rechts die Strecke nach Solingen und Beinburg. Also über Remscheid nach Solingen. So. Darf ich da jetzt einfach drüber fahren? Eine Fahrt, die ohne Halt in eine Rangierfahrt übergeht. Wenn es im Streckenbuch genannt ist, ne? Ja. So. Deswegen haben wir mal kurz angehalten. Ich weiß nicht, ob die Zugnummer im Streckenbuch steht. Um ein Lichthauptsignal handelt es sich. Das ist schon mal vorteilhaft. Mein Formsignal darf man es, glaube ich, wieder nicht, ne? Nee. Wachsamkeitstaste also nicht rechtzeitig betätigt. Ah ja. TSW, meine Damen und Herren. Qualität. Qualität. So. Ich dachte gerade erst, da stehen 420, aber es sind 442, die da hinten, glaube ich, stehen, oder? Sieht ein bisschen nach Talent 2 aus. Ja. Wusstest du, dass du im TS, wenn du die DB 442 irgendwas, dass du da dann nur Hover 442er hast? Die sind alle Hovercraft ausgestattet. Du siehst gleich, da steht auch eine 422. Aber sind 442, die wir als erstes gesehen haben. Ja. So. Ja, die 422er sind, die 442er sind viel schöner. Wobei, die müssten sie eigentlich landen. Oh, da guck mal, da stehen noch welche da drüben.
Überzahl. Überzahl. Da, jetzt siehst du gleich, warum Hovercraft. Oh Gott. Da ist eine sehr, sehr starre Verbindung eingebaut. Boah, das würde mich jetzt interessieren. Das machen wir jetzt mal. Aber außerhalb der Folge. Wir kuppeln jetzt gleich mal 422 mit 442. Das interessiert mich jetzt. So. Perfekt. Gut. Ich würde sagen, das hätten wir geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vom Let's Play Trains in World. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Tschüss.